Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Raft im Multiplayer. Zusammen mit Hannah. Hallo. Und Raphael. Guten Tag. Ja, zwei Folgen zuvor war ich ja nur alleine, dann war Hannah mit dabei und jetzt ist Raphael mit dabei. Bei Pascal spielt gerade das Internet, deshalb kann er leider nicht mit dabei sein. Der wird sich das allerdings gleich im Nachhinein auch anschauen, auf jeden Fall. Hallo Pascal. Eieiei. Ja, wir haben einen Bossfight. Da würde ich sagen, gehen wir nochmal pennen, damit wir auch bei schönem Tageslicht in die Tiefe starten. Der liebe Raphael, der kennt das auch schon. Das heißt, wenn wir gar nicht weiterkommen, dann wird er uns wohl aushelfen können. Ja. Ansonsten hatten wir ja das letzte Mal, als wir da drum getaucht sind, hatte ich in der Mitte noch so ein paar Giftmüllfässer gefunden, beziehungsweise haben auch herausgefunden, dass wenn man hinter dem Geländer ist, er nur gegens Geländer knallt und der nicht so ganz so schlau ist. Okay, jetzt halt mal die Klappe hier. Das Radio. Auf jeden Fall. Dann war das letzte Mal das Problem, dass wir nicht ganz so schnell unterwegs waren. Deshalb habe ich mir jetzt nochmal die Arbeit gemacht und für alle Flossen und Sauerstoffflaschen gecraftet. Außerdem habe ich noch ein paar zwei Scheinwerfer gemacht. Damit wir auch ein bisschen besser dort agieren können. Aber ich würde sagen, das Zeug setzen wir uns mal auf und wir gehen runter, ne? Ja. Also den Bauhelm könnte ich vielleicht oben lassen, weil den brauche ich nicht. Aber ich glaube, ich behalte noch den Hut. Der ist irgendwie schicker. Okay. Muss ich dann denken, dass ich das auswechsle? Essen und Trinken dabei. Ja. Wobei, ich packe mal noch zwei, drei Steaks ein. Ach nee, mache ich nicht. Sollte ja nicht allzu lange dauern. Und hui. So. Gut, Hannah hat eine Lampe. Hui. Da war auch noch ein Scheinwerfer oder sowas drin, glaube ich. In der Kiste? Also, du hattest schon eine Lampe dabei. Ja. Gut, dann würde ich den Scheinwerfer noch nehmen. Mach das. Der ist echt verdammt hell. Ja. So. Wir müssen ganz weit runter einfach nur, ne? Ja, einfach nur in das Loch dann da rein und dann. Lustig, dass man unter Wasser Suppe essen kann. Man kann alles unter Wasser tun und kann es auch trinken. Ja, voll realistisch, vor allem wenn man ein Sauerstoffgerät auf hat. Nee, warte, hier geht's runter. Wo bist du hin? Ja, nee, andere Seite ist schon klar. Wollen wir noch auf Raphael kurz warten? Ja, können wir machen. Hey, hinter dir, Raphael. Ich weiß nicht. Ah, hier ist der Hai. Jo. Ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein, oder? Gibt's hier irgendwo Sauerstoff noch? Ja. Ja, oder du schwimmst halt einfach rein. Ja. So, genau da ist nämlich das Zeug, was ich meinte. Er nimmt Anlauf. Und knallt gegen die Wand. Schlau. Ja genau, dass der nicht so schlau ist, das haben wir schon herausgefunden. Das heißt, ich werde ihn nochmal einmal vielleicht angreifen lassen, dass der dann nochmal gegen das Geländer. Hannah, der ist hinter dir her, ja. Ich weiß. So, okay. Was man machen kann, ist auch. Der stößt übrigens nicht nur gegen das Geländer. Sondern gegen alles. Der stößt gegen alles, ja. Autsch. Macht mit dieser Information, was ihr wollt. Na, ich habe jetzt gerade mal probiert, den gegen die Fässer knallen zu lassen. Das hat nicht ganz so funktioniert. Ja, gegen die Fässer knallen lassen. Ich glaube, dafür sind die ein bisschen klein. Ja, aber was sonst mit dem? Die sind ja weiß markiert. Ja, die sind weiß markiert. Oh, man muss mit den Fässern schon was machen. Aber nicht den dagegen knallen lassen, soweit ich weiß. Kann ich irgendwie interagieren? Ja, aufnehmen. Oh. Vorsicht. Danke. Der scheint dich ein bisschen im Visier zu haben, der Hai. Ich glaube auch. Dann geht nämlich schon wieder die Luft aus. Ich sterbe nicht am Hai, ich sterbe einfach daran, dass ich keine Luft mehr habe. Dabei ist hier doch direkt im Raum eine Luftquelle. Ja, also man kann die Fässer aufnehmen und in die Hand nehmen. Ja, kann man. Jetzt muss man nur noch etwas anderes. Jetzt muss man nur noch rausfinden, was man mit den Fässern dann macht. Ja, ich würde sagen, den Hai dagegen knallen lassen. Naja, aber wie? Also.
Soll ich euch einen Tipp geben? Nee, wir wollen erstmal schauen. Gut. Also mit dagegen knallen liegt ja schon richtig. Naja, was anderes macht der Hai ja auch nicht. Ja, eben. Man kann den Hai ziemlich gut verarschen. Auch wieder tanzen. Ich glaube, der dreht sich gerade ein bisschen im Kreis. Okay, ich schau mal den Messer. Wo soll ich die hinstellen? Ja, ich weiß es halt auch nicht. Das ist halt die Frage, die wir herausfinden. Ja, aber deshalb habe ich euch ja angeboten, euch einen Tipp zu geben. Weil ich weiß, wo die Fässer hin müssen. Hm. Ja, okay, ich schwimme noch einmal rum. Was ist hier? Nix. Ist einfach nur schwarz. Ey, diese Loop die ganze Zeit, ne? Warum müssen Menschen atmen? Tobi. Ich habe hier gerade übrigens schon was ausgelöst, was vielleicht nützlich sein könnte. Muss man noch irgendwas drücken? Nee, aber hier, guck dir mal eine der Säulen an. Ah, die Säulen einstürzen lassen, oder wie? Ja. Ah. Und dann kann man mit den Säulen... Und dann kann man die Fässer in diese Säulen reinstecken. Die man schon hat einstürzen lassen. Ah, ja, da steht ja auch, da benötigt explosives Fass. Ich arbeite mal daran, dass der Rest auch noch irgendwie reinknallt. Mhm. Aber wie hast du das erstes befestigt? Man befestigt das beim ersten Mal nicht, sondern der Hai muss einfach nur dagegen, die Säule einmal reinrammen, bevor er anderweitig... Na gut, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen, das ganze Ding einstürzen zu lassen. Ich hatte mich auch schon mal hinter einer Säule versteckt, aber ich weiß nicht, ob er dann wirklich dagegen gerammt ist. Ist halt ein bisschen ungünstig. Komm her, du Hai. Ah, da ist er, ja. Ja. Es ist schon wieder da gewesen. Ja, vielleicht kommt sind... Kommt ja immer lustig aus seinen Löchern. Achtung! Ja, okay. Au. Du musst halt direkt hinter der Säule dann sein. Ja. Musste. Jawohl. Hier, nimm mich. Nein, schwimm nicht weg. Macht er immer. So. Jetzt sind erstmal in allen aufgebrochenen Säulen Fässer platziert. Da, also. Na, nein, nicht Mann. Ganz. Ey, du Fettsack, hier bin ich. Oh. Der will erstmal wieder ab. Beleidigend werden musst du jetzt aber nicht. Der Hai kann nichts dafür. Ich zieh erstmal einen Pilz um mir rein. Unter Wasser. Yep. Cool. Achtung, heißt da. Yes. Nein! Hey, guck mal hier, ich bin Fischfutter. Bra, ernst. Jetzt haben wir ihn. So. Jetzt ist in der Säule auch ein Fass drinne. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir uns sammeln. Achtung, hi, Raphael. Nee, Hanna ist wie jetzt hier dran. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn mehrere Spieler auf einmal in dem Bossraum sind, der Hai ein bisschen verwirrt ist, wen er anvisieren soll. Ich glaube auch, ja. Mhm. Hui! Ja. Fliegt ein Raphael durch die Gegend. Ja, aber der Hai ist beschädigt worden. Ja, und die Säule vor allem, ja. Ja.
Oh, da ist ein Loch. Ja, ja. Man kann jetzt durch diese Säule nach oben schwimmen und da oben ist der Hai jetzt. Okay. Und hier oben sind wieder zwei Säulen. Oha. Okay, also ich lasse mir doch nicht alles einstürzen. Hm. Der ist mal vorbeigerauscht. Pass auf. Ah, hier sind wieder auf, ja. Ey, come on. Brava Hai. Sehr gut. Ah, diese Säulen scheinen etwas stabiler zu sein. Ja. Sie scheinen nicht nur so zu sein, sondern sind es. Komm her, Hai. Jetzt kannst du es anschauen. Die brauchen zwei. Ja, braves, aggressives Haustier. Sehr gut. Wieder einen Stock nach oben. Ey, meine Flossen sind halt schon fast kaputt. So. Hier oben gibt's nur noch eine Säule jetzt. Eine dicke Säule. Hm. Oh, hallo, hi. Und ich bin am Ertrinken. Eins, zwei, drei, vier, so. Oh, nee. Nein, meine sind von den Toten. Also, Raphael? Hm. Ui. Meine Taucherflasche ist halt auch schon kaputt. Meine auch. Wir müssen irgendwie mal stabilere Unterwasserausrüstung zu uns holen. Hm. Wenn du weißt, wie gerne. Finden wir bestimmt demnächst mal. Mag sein. Da ist er. Schlecht. Mann. Hallo, hi. Hi. Wie wollen wir... Hat dieser Hai auch einen Namen, ist die Frage. Ich weiß es nicht. Rambo? Ja, der darf nicht gegen das Metall hauen. Das Metall bringt nichts. Okay. Aber wir müssen weiter oben sein dann. Ja, na, bei dem Betonteil halt. Ich habe endlich was gefunden, in dem ich gut bin. Haie anlocken. Ja, Haie baiting. Jetzt ist hier dunkel drin geworden. Denkt ihr, wir könnten hier einen. Wie heißt es? Ah, da ist der Hai. Ich sehe ihn nicht. Wo warst du da? Boah, das ist schlecht. Ah, gegen die Decke ist er gehauen. Ein was? Ach, da bist du. Ja, ich kann. Tobi, einen was könnten wir hier? Ich hab's vergessen. Ein Haiköder könnten wir hier ja auslegen. Aber wir können das explosive Fass reintun. Sehr gut. Ich muss aber erstmal. Ab eins. Sehr gut, ich brauch Wasser. Nein, nicht Wasser, ich brauch. Luft. Wasser gibt hier genug. Ja, ich brauch Luft. Ja, gut, meine Flossen und Atemluft. Achtung! Wird jetzt kaputt. Ja, okay. Ui. Keine Ahnung, wer da und das mal das war. Der ist irgendwo links, glaube ich, gewesen, oder? Ja, ich brauche Luft. Ja, war bei mir. War sehr. Am besten, man schwimmt so ringsherum um das Fass. Okay. Der heißt da? Akku. Ja. Carbon. Ich glaube, er ist tot. Explosive Force. Habe ich gerade ein Dings bekommen. Ich sterbe schon wieder, weil ich zu wenig Luft habe. 10 Haiköder! 10! Nee, Haiköder, genau. Yay, Haifleisch. Ich bin tot. Juhu. Oh, shit.
weil ich nicht mehr genug Luft hatte. Hier oben ist auch dann irgendwo Ja. irgendwie das Gebäude noch. Irgendwer müsste mich mal in Bett schaffen. Machst du das, Tobi? Ja, ich habe ihn schon auf dem Arm. Okay. Hier oben ist auch nochmal eine Luftquelle. Okay, und wie kommen wir jetzt hier raus? Nach unten. Ja. Na, warte mal, da ist eine Treppe. Ja, eben. Achte auf Notizen oder Loot. Und auf Stolperfallen. Oh ja. Man sieht, Raphael, man sieht die ganze Zeit deine Beine in meinem Licht herumschwingen. Anschlüssel. Ich leuchte ja auch noch. Ja, den Kranschlüssel, Ich den nehme brauchen wir. Raphael mal. Windkraftanlage. Eine Windturbine, damit kann man dann. Du hast Raphael? Okay, ja. Energieabzeugen. Ich nehme Damit kann man Raphael. dann Batterien aufladen mit Windkraft oder wie? Praktisch. Kann man irgendwas aufnehmen von den Notizen? Nee, scheint nicht so. Man kann die Leiter hoch. Ich gehe mal zurück. Man könnte die Leiter noch hochgehen. Ja, gehen wir zurück. Also halten wir fest, der Scheinwerfer hat ungefähr doppelt so viel HP wie die alten Equipment-Sachen. Okay, jetzt geht es hier eine Röhre entlang. Und es ist ein ganzes Stück heller. Noch eine Röhre. Und hier ist wieder Wasser. Kabel. Ah, noch eine Röhre. Da war nichts, ne? Nee. So. Ah, hier geht's nach oben. Och nö, es sind hier zwei Röhren. Viel Spaß beim Erkunden. Ich hoffe, ich finde zwischendurch nochmal Luft. Naja. Ach nee, okay. Ist dieselbe Route. Ich dachte schon, das wird jetzt hier ein Labyrinth. Aber vielleicht wird es das noch. Haben wir hier. Was ist das? Ah, okay. Ich habe die andere Seite von der. Wir hatten noch beim oberen Tunnel, den Zwischengang zwischen den beiden Türen. Da hat man noch eine Oh. zuge Tür. Die habe ich jetzt gerade geöffnet. Ja. Okay. Ah, praktisch. Kommen, da können wir praktisch aus der Richtung dann reinkommen. Oder raus. Oder raus. Falls wir jeweils nochmal wieder rein wollen. Hallo. Ich habe den Hai noch nicht gesehen, den da Oh oben. shit, Loop. Ah, da. Raphael, Ich höre ein Raphael ist schon im Huhn. Krankenbett? Nee, ich werde Nee. gerade noch weggeschafft. Achso. Ich habe den ganz langen Weg genommen, weil ich nicht wusste, in welche Richtung. Ah. Lecker. Ja, sehr. Lecker. Schubidubidub, dab, Sehr dab, dab, schön. dab. So, Ich jetzt, habe also. übrigens die Reste des großen Hais mitgenommen. Wie viel hast du denn noch? 15. 15 Hai haben. Nee, Hai Ja. haben. Ja, rohes Hai. Ich bin gestorben, weil der Hai mich gefressen hat. Ja. Nee, Wo ich bist hab du? nochmal 10 auf der Höhe der ersten Röhre. Das heißt, dieser Hai enthielt viel Fleisch. Ja, definitiv. Soll ich das mal in die Zutatenkiste tun? Ja, Also tu es die einfach in die Zutaten. Zutatenkiste. Ich Kühlschrank. habe den Kopf von dem Typen. Und halt auch nochmal 10 Haifleisch. Warte, habe ich es gerade schon gesagt, Der ne? große Hai hatte auch einen Kopf, echt? Jo. Lustig. Man kann den sich nicht aufsetzen. Du hast den Das ist großen Haikopf, cool. sondern nur aufhängen, oder? Hornhai-Trophäe, zu groß für ein Trophäenbrett. Okay. Ach du Das heißt, Scheiße, jetzt ist der war riesig! er doch im Spiel auch, also. Wundert mich jetzt nicht sonderlich, dass er groß ist.
Leute. Braucht man wahrscheinlich ein größeres Trophäenbrett. Das ist nicht nur der Haikopf. Das ist der ganze Hai. Warte mal. Kannst du ja einfach irgendwo hin platzieren oder was? Naja, das ist. Wo hast du den jetzt hin platziert? Der hängt am Geländer oben an der Dings dran. Oben am Gebäude. LOL, geil. Warte, ich komm mal. Ich komm auch wieder hoch. Ich weiß also nicht. Kann man den auch irgendwo hinstellen? Ja, man kann ihn auch irgendwo hinstellen. Hier, komm, ja, hi. Wir haben deinen Bruder besiegt. Ja, ja. Okay, das ist ein geiles Teil. Der Hai hat gerade versucht, mich zu beißen. Ich hab's gesehen, ja. So. Das ist doch mal geil, ey. Die Frage ist, wollen wir den lieber irgendwo an die Wand hängen oder dort? Wir können ja erstmal dort stehen, dass wir zum Kran gehen und danach kommen und schon irgendwo. Ja, stimmt. Wir haben einen Kranschlüssel bekommen. Oder man hängt ihn an die Rückseite, aber da ist es dann irgendwie auch nicht mehr so schön. Ja, da sieht man. Weil das Ding hier ist auch gar nicht so ästhetisch. Also ich finde, das Ding sieht nicht so schön aus. Nö, aber wir können es an die Rückseite vom Haus hängen. Naja. Machen wir das. Da ist es hinten nicht mehr ganz so langweilig. Oder wir hängen ihn ins. Wir bauen noch ein zweites Gebäude, da können wir für die Tiere, da können wir den da reinhängen. Kann man den irgendwie. Wäre natürlich lustig, wenn man den auch irgendwie an die Decke hängen könnte. Ich weiß nicht, ob man das machen kann. Muss man ausprobieren. Warte. Einmal so ein Ding. Ugh. Bin ich gar nicht hoch genug. Mist. Warte. Ich vermute, man kommt hier über dieses Baugerüst an der Seite zum Kran, oder? Wenn du auf die Rückseite von dem Ding gehst, hast du auch ein Haus, wo du zumindest auf die eine Etage kommst. Und dann kannst du über den Bagger zu den Säulen, die dort sind. Und dann musst. Wir gehen da einfach gleich gemeinsam hin, dann. Nee, sagen wir es so, Raphael, ich gehe vorher, weil wir wissen, dass du das Jump'n'Run definitiv schaffst. Mist, bin ich nicht hoch genug. Ach, warte, wir haben doch hier diese Säulen. Die Planken. So. Ja, man kann ihn an die Decke hängen. Schön. Okay, ein kurzes Jump'n'Run. Da ist ein Hebel im Kran. Ein kurzes Jump'n'Run später. Ein Kranschlüssel. Wie auch immer der noch Strom bekommt. Und jetzt benutzen. Okay, er macht es automatisch. Oh. Oh. Hat jemand ein Zipline-Tool dabei? Ja. Ja. Nein, doch nicht. Ha! Ich hab auch. Hui! Platsch. Hallo, hi. Nein, ich mag dich nicht, hi. Keine Umarmung heute. Warum sind wir dem Hai so wichtig, dass der uns immer verfolgen muss? I don't know. Warte, wir brauchen doch gar kein Zipline-Tool. Wir haben doch auf dem Raft unsere schöne Detail-Plank-Leiter, oder? Ja. Die habe ich gerade wieder hingebaut. Die hatte ich zwischenzeitlich mal abgebaut wegen. Hui! Fliegt denn noch ein Mensch runter? Sehr geil. Oh nein. Ist ja nicht so, dass Wasser nicht auch einen Menschen beschädigen kann, wenn man zu weit ins Wasser reinfällt. Nee, das geht doch gar nicht. Okay, jetzt soll hier irgendwo. Vielleicht haben wir. Nee, das Nest des Grabbers, das hatten wir schon, ne? Ja. Ah, was ist denn dann hier noch?
Oder was könnte hier noch sein? Das Hauptlager? Das Hauptlager, das war ja das Ding, wo der Hai drin war. Ja, wir haben ja dort nichts gefunden. Das oder? Stimmt. Also, und das war hier irgendwo. Hier sind noch Lootboxe. Ja, Kartoffel, Kopfbrühe. Danke für nichts. Hier ist ein Blueprint für eine Advanced Battery. Warte, wo? Okay, lass mal. Ja. Oha, krasse Batterie. Und Hinweis. Veruna Point Historian. Okay, wir haben alle Notizen. Und das sieht aus wie wie Koordinaten fürs nächste Ziel. Naja. Ja, haben wir. Temperance. Das heißt, wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. Aber können wir nicht einfach den Strom hier beziehen? Und ja, bitte einfach mal alle Batterien und so, die wir haben, aufladen. Ja, der Kran hat doch eh aus irgendeinem Grund noch Strom. Das hat alles hier hat irgendwie Strom, aber. Ja, warum auch immer. Und das steht wahrscheinlich irgendwo hinter einer Wand ein Dieselreaktor oder sowas. Ein Dieselreaktor vor allem. Genau, ein Dieselreaktor. Nee, Dieselgenerator heißt das, stimmt. Also Raphael, das solltest du doch wissen. Ich weiß, dass ich das wissen sollte, das heißt aber nicht, dass ich es auch weiß. Mann, ich habe gerade versucht, ob ich auf Raphael reiten kann, während er schwimmt. Soll ich die Warte mal, geht nicht näher? Nein. Nein. Was versuchst du zu tun? Die Möwe da. Die Möwe zu tun. Die Möwe erschießen. Lecker, Möwe. Du? ...25 Haibraten, ey. Kann man mit denen noch irgendwas machen? Ja, Haihappen, ne? Aber dafür braucht man wieder Pilze und Silberalgen. Ja, vergesst es doch. So, ich hab die Detailplanks wieder eingesammelt. Sehr gut. Ja, dann tun wir die jetzt auf unseren super guten Grill. Ja, dann können wir einfach mal weiter segeln, würde ich denken, oder? Ich glaube, wir können weitermachen, ja. Es sei denn, das war jetzt irgendwas? Nee, ne? Nö, Ankerdichten. Zeug erforschen, das können wir machen. Motor einschalten. Windturbine, Batterie mit Windkraft auf. Cool. Und Wasserbatterie. Und irgendjemand müsste mal hochgehen. Hier, 4 Titan und 2 Kupferbahnen und 2 Schrott kostet die Batterie. Irgendwer müsste mal hochgehen. Ich geh jetzt Klavier. Ja, ich geh doch schon. Okay, was war das jetzt hier? Pass auf. Fünf, sechs. Okay, nochmal. 7, 6, 7, 3, 5, 6. 7, 6, 7, 3. Nee, das war die 4. Shit. 5, 6. 7, 6, 5, 3. 7, 6, 5, 3. Das ist Dreaming on the Sea. Lass mich raus. Ey, lass mich aufstehen. Danke. Und hier oben so? So, Koordinaten sind eingestellt. Sehr geil. Weiter drehen, weiter drehen. What are you trying to do? Drehen, 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 drehen. Ey, wir haben aktuell 4 Story Islands in unserem Radar. Wir sollten vielleicht zwischendurch mal zu ein paar anderen Inseln, um Ressourcen zu sammeln. Ja, ach komm, das geht schon. Wir fahren jetzt vorwärts, ne? Und wir haben noch Netze an Bord. Ja, nee, ich meine sowas wie Algen. Und Ästen. Wir haben keine einzige mehr. Ja, gut. Ist suboptimal. Also Ausschau halten nach Inseln. Korrekt. Aber gut, das machen wir jetzt erstmal zwischen den Folgen. Aber wie es dann weitergeht mit dem nächsten Story Island, und da hinten sehe ich schon wieder, das nächste keine Insel ist ein Mond. Der Mond. Sehen wir dann in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.